So. Und. Nein, wir sind zurück. Final Fantasy 9. So. Persosa hat ja noch viel vor. Wir wollen die Prinzessin retten. Deswegen ist sie da eine bestimmte am Sprechen mit Bark. Und dieser sagt: Dieser, bitte, kann ich nicht nachkommen. Du hast es doch selbst gesehen. Um uns herum sind lauter gierige Monster, ausgeboten des Nebels, die auf eine günstige Gelegenheit warten. Die machen wir doch alle platt, wenn wir zusammengehen. Mag sein, aber was wird dann aus den Verletzten? Die nehmen wir mit. Dann sind wir aber wenig mobil, wenn die Monster über uns herfallen. Für die Prinzessin tut es mir zwar leid, aber sei es drum. Meine Leute genießen Vorrang. Dreck, verdammter. Bis sich die Verletzten einigermaßen erholt haben, wird die gesamte Tantalus hier bleiben. Auf eigene Faust irgendwas unternehmen gibt's nicht. Eine Frau im Stich lassen? Das hätte ich von dir nicht erwartet. Also, er wollte zur Rettung, aber er darf nicht. Ein AD! Ich breche aus. Es ist doch ein leichtes. So einer Kleinkammer auszubrechen. Raus! Lass mich sofort hier raus! Oh, Wirk. Bin ich etwa noch nicht völlig entgiftet? Ah. Erstmal hinsetzen, sagt er. Meine Schuhe. Was ist das? Eine Puppe. Das ist gar nicht 15 Jahre alt. Welche Schande, einer solch hässlichen Puppe den Namen der Prinzessin zu geben. Außerdem ist die Prinzessin bereits 16 Jahre alt. Überhaupt, warum sieht die Puppe so abgegriffelt aus? Noch ein. Allein gelassen. Ah. Ubi. Wo sind denn all? Was soll ich denn jetzt mache? Mein kleiner Schatz. Doch irgendwo müsst's doch sein, Zervix. Such. Ist so einfach nicht zu finden, Zervix. Wo ist nur mein geliebter Garnet-Puppen hin, Zervix? Die können ihn noch nicht gut schlafen, Zervix. Hechel. Sie wird auch nicht vom Feuer verschlungen worden sein. Gott, die Puppe. Egal. Da ist eine Kiste. Was haben wir da drin? Einen Armreif. Wir haben einen Armreif gefunden. Damen und Herren. Gerade die Medizin verabreicht. Der Kleine wird schon wieder. Warum schaust du nicht mal nach ihm? Er wollte sich sowieso bei dir bedanken. Klar. Gehen wir erstmal die Kiste. Einen Ether. Soweit ich weiß, konnte man. Da gab es sie, glaube ich, auch noch in der Ecke. Genau. Nochmal 116 Grad. Die sind ja schon reich. Sind wir reich. Oh. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ach was, nichts zu danken. Wären ohne deine Magie genauso dran gewesen. Kleinen Mann scheinst du mir aber geübt im Umgang mit der Schwarzmagie. Sag bloß, du hast Komplexe wegen deiner Größe. Wer solche Schwarzmagie wirken kann, der darf auch ein wenig mehr Selbstvertrauen besitzen. Nicht aufs Aussehen kommt es an, sondern aufs große Herz und den Willen, seine Träume verwirklichen zu wollen. Mir leid, dass das Mädchen wegen mir. Ach was, das war ja nicht deine Schuld. Überlass nur alles Sidan hier. Ihr rettet sie aber bestimmt. Ja, Herr Zidane? Hey, wir sind doch Kumpel. Ich bin einfach nur Zidane, okay? Ja, okay, Zidane. Gut. Mal, der Kleine fühlt sich wohl auch schuldig. Ich habe ihm zwar versprochen, Garne zu retten, aber das ist leichter gesagt als getan. Rückblende! Uah! Rückblende! Nein, als ich ihr begegnete. Da war dann noch ein anderes Gefühl. Gefühle! Eine schicksalshafte Begegnung? Ach, Quatsch!
Andererseits nicht. Ich krieg sie auch nicht aus meinem Kopf. Ich werde erstmal dem Chef gehorchen und abwarten. Ich sollte lieber auf das hören, was der Chef sagt. Gut, hören wir mal auf das, was der Chef sagt. Verdammt, was soll ich nur tun? In der Ecke sieht auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Gib mir eine Ruhe. In ihren Augen. In ihren Augen lag irgendwie Trauer. Als würde sie in die wirkliche Ferne weit über das Meer blicken. Die Augen, die den Strand verleugnen, den sie sehen. Die Augen, die regenbogenfarbigen Muscheln am Strand nicht sehen wollen. Aber genau darin ähnelt sie mir. Was hat sie wohl veranlasst, das Schloss zu verlassen? Will ich mich von meinem Kumpel trennen und sie retten gehen? Aber ich kenne sie ja eigentlich gar nicht. Muss sie einfach retten gehen. Ich will ja ein Kavalier sein. Halt aus, Prinzessin Garnet! Treppe runter. Lernst wohl auch nie dazu, was? Was hast du denn jetzt wieder vor? Ich werde Prinzessin Garnet retten gehen. Und die alte Rosttaube nehme ich auch mit. Ist das dein Ernst? Du weißt doch gar nicht, was dich im Wald erwartet. Außerdem wird der Chef so eine Aktion mit Sicherheit nicht dulden. Erzähl mir was Neues. Ja, du warst ja schon immer ein Trotzkopf. Geh schon und regel die Sache mit dem Chef, sonst kommst du noch zu spät. Ja, dann erstmal wieder hochgehen, da war nämlich ja noch eine Kiste. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein Bronzefäusling. Wir hatten, glaube ich, noch irgendwas bekommen. Malchus. Da können wir ja mal unter den Items gucken. Was das war? Ein Malchus. Ein normales Kampfschwert. Das ist dann bestimmt für den Steiner gedacht. Das heißt, wir haben dann für den auch schon mal was zum Ausrüsten. Eine stärkere Waffe. Da ist auch noch was. Kiste? Einen Eder erhalten. Geht's nicht mehr durch mich? Was sagt der? Den Nerven den Alten aus Alexandria haben wir in die kleine Kammer gesperrt und so. Manchmal gibt er ein verdächtiges Grunzen von sich, aber ansonsten verhält er sich ruhig. Okay. Dann lass ihn grunzen. So. Ist hier noch was? Einen Latexhelm! Hey, bestimmt auch wieder viel Steine. Hier reingehen? Hachi! Hab dich schon erwartet. Dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Gehst sie also doch retten. Ich habe ihr mein Wort gegeben, dass ich die Sache mit dir durchziehe. Nach deinen Beweggründen habe ich dich doch gar nicht gefragt. Die Prinzessin ist ja auch wirklich ein süßes Ding. Kein Wunder, dass du dich verguckt hast. Das ist doch schon ein triftiger Grund. Und, bist du bereit? Die Sätze der Tartalos sind streng. Bei dir mache ich da keine Ausnahme. Ich weiß. Gut, wenn du bereit bist, kannst du dich mir im Frachtraum nebenan stellen. Gut. Jetzt hat Typ. Gegen ihn kämpfen. Nein, passt. So. Lass uns anfangen. Ich kenne keine Gnade. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen, damit wir sie retten dürfen. Na gut, dann kämpfen wir mal gegen ihn. Natürlich ziehen wir wieder das altbekannte Ding durch. Gucken wir mal, was wir klauen können. Gucken wir mal nach. Klauen! Diebstahl fehlgeschlagen. Will aber nicht, dass der Diebstahl fehlschlägt. Sollte ihm was stehen, du. Und auf die Nase fahren. Clown. High Potion geklaut. Yay! Und gleich müssen wir uns endlich mal heilen. Das. Richtig, das werden wir dann mal machen. Wir werden uns dann jetzt erstmal heilen und dann können wir gleich noch mal gucken, noch was haben, was wir entdecken können. Vielleicht wird er denn aus. Das Schöne zum Spielen oder so. Wer weiß. Zack!
Ja, Reclaw nochmal. Diebstahl fehlgeschlagen. Wie hätte das auch anders sein sollen? Komm, fall nochmal auf die Nase. Will ich nochmal auf die Nase fallen sehen? Jawoll! Ouch! Clown! Diebstahl fehlgeschlagen. Der hat auf jeden Fall noch was. Egal was er hat, ich will's haben! Ich will's haben! Der Clown wird nochmal. Und Falchion geklaut. Falchion ist auch schon gut. Egal was es ist, wir werden dann nachher gucken. Wir werden uns auf jeden Fall dahin wieder heilen. Damit er sich dann nicht gleich doch noch mit den Füßen stößt. Oh, heil dich. Danke. Oh, die ATB fühlt sich so langsam auf. Komm hier mal mal. Nimm das, sagt er. Nimm das. So, können wir den noch was klauen? Hat er noch was? Nein, habe ich nicht. So, gut, jetzt hat er nichts. Jetzt haben wir ihn alles durchgeklaut. Jetzt können wir ihn fertig machen. Wir werden uns noch ein letztes Mal hochheilen. Ich hoffe, dass es ein letztes Mal ist. Items, Potion. Und dann werden wir ihn mit voller Kanüle angreifen. Dann werden wir gucken, was das Falchion ist, was wir von ihm geholt haben. So. Zack! Angriff, Angriff, Angriff! Zack! Ahaha, das kitzelt ja richtig. Autsch, hat's gemacht. Ja! Attacke! So rettest du die Prinzessin nie! Och, genau so werde ich sie retten. Genau so werde ich auch machen. Zack! Und nochmal angreifen! Dann müssen wir gleich doch nochmal wieder hochheilen. Boah, das sollte man doch mal kriegen. Potion. Heilig, heilig. Und wieder auf die ATB-Leiste warten. Na, ich. Gott, der greift aber auch nur in einer Tour an. Angreif. Zack. Immer noch nicht. Mensch, was ist denn da los? Und. Autsch, da ist auf die Nase wieder gefallen. Noch einmal angreifen. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn besiegt. Die Runde geht an dich, Zidane. Ja, Schweinebärmann. Schweinenase. Gar nicht schlecht. Das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Ja, wenigstens ein bisschen Rücksicht hättest du ja nehmen können. Aua. Okay. Wir gucken nach, was der Falchion ist. Sieht aber auch nach einem Schwert aus. Ein einfaches Eisenschwert. Okay. Was sagt der? Respekt, sie dann. Ich habe die Tür zur kleinen Kammer aufgeschlossen. Den Rest überlasse ich dir. Gut. Dann gucken wir mal, was der Blechkopf sagt. Du bist nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl! Wir sorgen um das Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Schuld, weil ihr zwielichtigen Schalten eine Entführung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugestoßen sein. Reg dich nicht so auf. Ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nicht rumzunerven, nehme ich dich mit. Also, was sagst du? Solchen Diebesgesindel wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Macht der nicht ins Kettenhemd. Die Entscheidung habe ich allein getroffen. Mit der Tantalus hat das nichts mehr zu tun. Prinzessin retten, das ist alles, was ich möchte. Potzblitz! Kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle in zwei spalten. Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Gut, dann lass uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns nicht auf seine Kräfte leiht. Wie?
So ist es. Die schwarze Magie von Meister Vivio war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn ja zwar nicht unnötig hineinziehen, es gilt, die Prinzessin zu retten. Dafür benötigen wir die Kräfte von Meister Vivi. Gute Idee. Wir sollten ihn gleich fragen gehen. Ja, und dann holen wir Vivi auch nochmal ab. Aber erstmal gehen wir rein. Da stand ja noch eine Kiste. Yay. Kiste! Einen Äther erhalten. Dann gehen wir mal zu Meister Vivi. Zack, 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 zack. Ah, was sagt der hier? Gegen den Chef gewinnen und so. Das macht so schnell keiner nachsehen dann. Aber der Chef macht irgendwie ein zufriedenes Gesicht, obwohl er verloren hat und so. Hier sind wir, Vivi. Wir starten unseren Plan, die Prinzessin zu retten. Aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Nichten. Die Magie von Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Seid eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Portion von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Es wird die Prinzessin. Nicht nur für die Prinzessin, auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Und Verantwortung spürst. Handele, das ist es doch, was ein Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, lass uns Prinzessin Garnet aus den Fängen des Monsters befreien. Na gut. Ich versuche, euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mir ein Gedanke. Flüster, flüster. Bla, bla, tuschel, tuschel. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Magieschwert. So, jetzt können wir aber nochmal durchgucken. Was hat er denn hier? Anlegen, Bestientöter, Pestizid, Bronzerüstung. Kraftklinge, das lassen wir erstmal weg. Aber eine Bronzefäustling können wir ihm geben. Ein bisschen Töter. Malchus hat er schon angelegt. Kraftklinge. Bestientöter. Ich möchte aber gerne nochmal ein bisschen Töter. Ist kein. Na, nehmen wir erstmal den Fall hier. Dann macht er Aua. So, der haben wir ausgerüstet. Was hat der denn so? Lederhut. Können wir nochmal einen Armreif geben? Seidenhemd. Damit würde er noch Pizza zu kriegen. Aber. Ja, das lassen wir immer. Zauberstock, Feuer. Ja, das ist schon mal gut. So. Gut. Wir gucken mal die Abilities durch. Anlegen, Tontaum, Pestizid, und Gift und Galle. Galle. Ja, haben wir nicht. Dann werden wir noch. Da haben wir. Da auch welche? Ich glaube, der hat noch keine, ne? Nein. Es ist auch weiter nicht schlimm. Dann werden wir jetzt losgehen. Auf! Zur Rettung der Prinzessin! Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Ich kann ein Mädchen in Not nicht einfach im Stich lassen. Bin ich nun mal. Jetzt bist du nur für ein Hecht. Ich glaube, mein Frühstück kommt hier mit mir gleich wieder hoch. Aha. Du passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin Garnet anfreunde, oder? So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Hier, nimm das mit. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss Buch führen. Es ist kein Liebestrank, Schwachkopf. Es ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls sie wieder welche abbekommt. Na, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Blödsinn zu sappeln. Gegengift erhalten! Jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities ausrüsten kannst, dann? Über dich in Kämpfen, auch wenn du die Tantalus verlässt. Du wirst noch wesentlich stärker werden, wenn du lernst, mit deinen Abilities umzugehen. Gib auf die Acht, Bark. Wie rüste ich mich nochmal mit Abilities aus, Blank? Was? Da blickst du auch nicht? Wofür taugst du denn überhaupt, Mann? Damit Menü-Ability anlegen, kannst du dir die entsprechenden Abilities aussuchen. Geh klar, dann sieh mal zu, dass du hier nicht vor die Hunde gehst, Blank. Hoffentlich muss ich deine Visage nie wiedersehen. Ah, wir gehen aber nochmal zurück. Da gab's ja noch eine Kiste. Kiste. Einen Lederhut erhalten. Mann, wir haben doch schon so viele Lederhüte. Was sollen wir damit noch einen?
Egal, hier gibt es auch, glaube ich, noch was. Eine Phoenix Feder. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal speichern. Erstmal Mogdent überprüfen. Ein Prüf für Zidane. Von Ruri. Zidane, geht's gut? Also bei mir alles ganz gut soweit. Übrigens, ich habe hier in Alexandria einen interessanten Typen kennengelernt. Ich schreibe bald wieder. Das freut dich doch bestimmt. Yes, schöne Grüße auch an den Rest von Dandalus. Diese Ruby benutzt schon ziemlich seltsame Wörter. Es stehen nur Bahnhof. So, dann werden wir jetzt speichern. Speichern. Steckplatz 1. Und ich habe gelogen. Ich muss sagen, ich habe gelogen in der letzten Folge. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Wir werden doch noch nicht zur Rettung auf losmarschieren diese Folge. Sondern das wird leider doch erst in der nächsten Folge passieren. Es hat sich doch alles ein bisschen hinausgezögert und hingezogen. Aber wir haben uns vorbereitet. Und die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir haben das mit dem Chef geklärt, dass wir losziehen dürfen. Wir haben die Tantalus-Bande verlassen. Jetzt geht's endlich los. Den verwunschenen Wall, um die Prinzessin zu retten. Das sehen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Teilt mir auch eure Gedanken mit, wie es euch gefallen hat und was ich vielleicht noch besser machen könnte in den Kommentaren unter dem Video. Richtig. Und in den Kommentaren. Da dürft ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Toodaloo.